Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Es bewegt uns immer wieder sehr, was für schwerwiegende Gebetsanliegen Menschen uns zusenden und mitteilen und auch, wie Gott immer wieder eingreift in ganz schwierige Situationen oder Heilung schenkt. Und wir möchten euch einfach ermutigen, da dran zu bleiben und auf Gott zu vertrauen. Hoffnung um 12. Wie gerade gesagt, wir möchten dich ermutigen. Wir möchten dir Hoffnung machen und heute mit dem Thema eine lebendige Hoffnung. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Eine lebendige Hoffnung. Und da lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 3, wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung nicht in einen toten Gott, nicht in irgendwie eine Religion oder irgendwie was, sondern in den auferstandenen Jesus, der für dich, für mich auferstanden ist. Und da ist wirklich Hoffnung für Hoffnung. Ja, wie viel Hoffnung ist schon gestorben bei dir, weil du auf irgendwie etwas gesetzt hast, das unmöglich war? Bei Gott ist alles möglich, denn er lebt. Er kreiert das, was du brauchst und hat es schon kreiert. Und eine lebendige Hoffnung. So, nur das Wort Hoffnung nützt uns wenig, wenn nichts dahinter steht, worauf wir hoffen können. Aber bei ihm, wir können hoffen auf seine Kraft, wir können hoffen auf seine Wahrheit, dass die in Erfüllung geht. Wir können hoffen und glauben, dass er uns liebt. Stell dir vor, der große Gott liebt dich. Jesus, der lebt, der auferstanden ist, er liebt dich. Was ist doch das für eine lebendige Hoffnung? Und da ist doch das ganze Potenzial drin, was wir brauchen, auch für unsere vielen Fragen, die wir derzeit haben und die verrückten Antworten, die die Welt manchmal parat hat. Hoffnung ist in Jesus. Nimm es an. Herr, ich danke dir dafür, dass in dir die Hoffnung ist, die Hoffnung der Herrlichkeit, aber nicht nur für die Ewigkeit, sondern, Herr, die Hoffnung da ist, Herr, dass es auf dieser Erde auch für uns, für jeden weitergeht, dass es Möglichkeiten gibt, dass es Lösungen gibt. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ein großes Thema für Gebetsanliegen ist auch die Corona-Situation. Und eine Frau schreibt für ihren Mann, der schwer an Corona erkrankt ist. Hallo, ich bin gerade sehr verzweifelt. Das ist noch milde ausgedrückt. Wir hatten alle Corona. Meinen Mann hat es so schwer erwischt, dass er beatmet wird mit einem speziellen Gerät. Er hat eine schwere Lungenentzündung, Bakterien. Er ist durch diese Beatmung im künstlichen Koma. Am 30.03.2021 wurde er in die Klinik eingewiesen. Ich bitte um Unterstützung, da ich zwar gläubig bin, aber nicht genau weiß, wie man betet. Ich bete einfach so, wie ich denke und bitte um die Hilfe Gottes, da wir Gottes Kinder sind und an ihn glauben. Ich bitte darum, dass mein Mann gesund wird und um positive Nachrichten. Es ist ein Ausnahmezustand und ich weiß nicht mehr weiter. Vielen Dank für die Hilfe. Und ein weiteres Anliegen für eine Corona-erkrankte Frau. Liebes Gebetsteam, die Verantwortliche unseres behinderten Pflegekindes für seine Pflegesituation ist mit 35 Jahren schwer an Corona erkrankt, mit totaler Schwäche, Fieber, vollkommenem Geschmacks- und Geruchsverlust, Durchfall und liegt schon seit 16 Tagen vollkommen geschwächt im Bett. Bitte betet mit für vollkommene Wiederherstellung und dass kein Corona-Long-Covid sich einstellt, damit sie freudig wieder in ihrem Dienst an den behinderten und verhaltensauffälligen Kindern arbeiten kann. Sie bittet um Gebet für ihre heftige Situation.
Und dafür wollen wir beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein Herr bist, der auch jeden Virus im Griff hat. Und ich danke dir, dass du auch diesen Virus am Kreuz besiegt hast. Und ich danke dir, dass du all diese Personen kennst, die da jetzt betroffen sind und die so schwer erkrankt sind. Und ich danke dir, dass du bei deinen Kindern bist und dass du mit deinen Kindern bist. Und ich danke dir, dass gerade jetzt auch bei diesem Mann diese Lunge berührst. Jesus, ich danke dir, dass du diese schlimmen Dinge einfach wegnimmst, diese Folgen von dieser Erkrankung. Danke, Jesus, dass er wieder atmen kann, dass er wieder aus dem Koma herauskommt. Und ich danke dir, dass du der Herr bist, der hilft und heilt. Und auch bei dieser Frau, die den Geschmacks- und Geruchssinn verloren hat, die Fieber hat und die schwach ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du sie vollkommen wiederherstellst und dass dieser Virus kein Anrecht hat und keine Wirkung hat, auch bei all den anderen Menschen, die jetzt unter diesem Virus leiden, die erkrankt sind an diesem Virus. Und ich danke dir, Jesus, dass du jedem ganz nahe bist, dass du mit deinen Kindern bist, dass du deinen Kindern hilfst. Und egal wie die Symptome sind, wir entmachten sie im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass sie am Kreuz besiegt sind. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, und schreib uns einfach dein Anliegen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann schreibt uns für seine Mutter. Hallo Freunde, bitte, bitte betet für meine Mutter. Bei ihr wurde bösartiger Unterleibskrebs festgestellt. Betet bitte dafür, dass die bevorstehende OP gut verläuft und der Krebs noch nicht gestreut hat. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, Herr, danke, 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 dass du der Herr bist, der jetzt auch bei der Operation dabei bist, die Ärzte segnest, lenkst, leitest und viel, viel Weisheit und Gefühl auch ihnen gibst für die OP. Und ich danke dir dafür. Danke, Herr. Wir rufen auch völlige Gesundheit aus, dass die Genesung schnell geschieht und dass nichts gestreut hat und dass das wirklich ein Wunder geschieht, Herr, dass alles wieder richtig gut wird. Ich danke dir dafür, Herr, wir wollen uns nicht begnügen mit recht viel besser, sondern richtig gut. Und Herr, danke, dass wir uns freuen dürfen über die Nachricht, Herr. Herr, dass du Wunderbares getan hast. Amen. Amen. Und per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen von einer Frau. Sie schreibt, lieber Daniel und Isolde, hier mein Gebetsanliegen. Habe zurzeit starke Herzbeschwerden mit Schwindel und Herzklopfen und psychische Attacken. Bitte beten Sie für mich. Mit lieben Grüßen. Danke, Herr, dass du jetzt auch dieser Person nahe bist. Und ich danke dir, Herr, dass wir auch in diesen Körper hineinrufen dürfen. Herr, Hilfe, Heilung, aber in ganz besonderer Weise deinen Frieden. So einen richtig tiefen Frieden hinein, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass die ganzen Herzbeschwerden, Schwindel und was da alles ist, Herr, wirklich alles in Ordnung kommt. Ich danke dir dafür, Herr, dass auch die ganze Wirbelsäule neu durchströmt wird mit Kraft, dass die Bandscheiben wieder die ganzen Wirbel auseinanderdrücken können, dass die Nerven wieder ganz normal funktionieren. Und Herr, dass für Geist, Seele und Leib ein richtiges neues Durchatmen in diesen Körper hineinkommt. Danke, Herr. Amen. Amen. Viele Menschen schreiben uns, wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat und wie wunderbar, wenn Friede einkehrt in der Familie. Und so schreibt uns jemand, hallo liebes Missionsteam, erstmal herzlichen Dank für eure Gebete, Impulse und Gottesdienste. Unser kleiner Rebell war die letzten Wochen nur gut drauf. In der Schule machte er gut mit, wurde öfter gelobt und zu Hause ist Ruhe eingekehrt. Herzlichen Dank nochmals. Wie schön, wenn Friede einkehrt.
Und jemand schreibt uns auf WhatsApp, wie Gott beim Vater eingegriffen hat. Ihr Lieben, ich schreibe schon lange mit euch und ihr betet auch schon lange für meinen Vater. Er ist geheilt. Es sind keine Metastasen oder Ähnliches mehr zu sehen. Er hatte sämtliche Kontrollen, CT, Ultraschall und Spiegelungen. Gott erhört Gebet. Und das ist wahr. Und eine Frau aus Norddeutschland schreibt uns eine Gebetserhörung. Ganz herzlich danken wir euch für eure Gebetsunterstützung. Bei unserer Enkeltochter sind die breiten roten Streifen unter den Augen weg. Kein Arzt konnte helfen, aber Jesus hat geholfen. Auch das MRT vom Kopf ist unauffällig. Wir sind ihm von Herzen dankbar. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist wahr. Und diese Frau kann wieder Treppen laufen. Sie schreibt uns: Herzlichen Dank fürs Mitbeten für mein schmerzendes Knie. Am Sonntagabend spürte ich eine große Erleichterung und konnte besser gehen. Das Knie schmerzte nicht mehr so. Heute Montag kann ich wieder richtig Treppen gehen, ohne hinunter zu humpeln. Für mich ein Wunder. Gott alle Ehre. Wie schön. Ja, wie schön, wenn Gott Wunder tut. Und das ist das Schöne, dass wir von dieser Stelle aus euch berichten können, was Gott wirklich tut. Und das ist nur ein Ausschnitt von all dem, was wir bekommen. Du kannst auch gerne auf unserer Internetseite nach Gebetserhörungen schauen und durchsuchen. Da sind viele, viele drauf. Das wird dich ermutigen. Und auch wenn du etwas erlebt hast, wo du sagst, ja, bei mir ist schon alles gut, dann lass es uns wissen. Wir wollen auch andere wieder mit deiner Sache die anderen ermutigen. Schreib es uns, sag es uns, lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, Hoffnung, 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 Hoffnung. In dieser Zeit ist das ein ganz großes Wort. Ist deine Hoffnung lebendig? Oder ist es nur ein Wort, das du wo stehen hast? Ist deine Hoffnung lebendig? Was erhoffst du dir von Jesus? Du sagst, oh, das ist ganz viel. Ich sag dir, schreib's mal auf. Schreib's mal auf, vielleicht die ersten 10 Punkte, die dir ganz wichtig sind. Und nimm es jeden Tag vor dich hin, leg deine Hand drauf oder nimm es in die Hand und sag, Herr, ich hoffe, dass du das tun wirst, dass du mir helfen wirst, dass du mir Rat geben wirst, dass du mir wirklich die Zeichen und Wunder schenkst, auf die ich hoffe. Schick uns weiter dein Anliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, nun ist es morgen soweit. Morgen um 14 Uhr beginnen die Heilungstage online. Samstagmorgen ist nur online, also auf YouTube und Livestream zu sehen. Und schalte ein, es wird interessant und es sind ganz, 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 ganz interessante Themen, die wir anschneiden. Und es wird dir helfen, auch aus so manchen Sachen herauszukommen, wo du vielleicht schon ein ganzes Leben drin steckst. Schalte ein, schaue zu, erlebe es, erlebe Gott, wo du bist. Und am Sonntag um 10 Uhr, da kannst du auch vorbeikommen oder wenn du zu weit weg bist, natürlich auch Livestream und YouTube. Komm einfach zu den Heilungstagen per Online oder zu Fuß am Sonntag und du wirst bestimmt Wunderbares mit Gott erleben. Wir freuen uns, wenn wir dich begrüßen dürfen. Bis bald. Alles Gute und der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.